You could get high or you could get low. You could stay young or you could grow old. Let it go. Cause I'ma go for broke. Here's Kate Moses. Auf der Suzuki vom Sturm Racing Team aus Frankreich, Nicolas Pomar. Von Stieler Gruppe Punkt MX Johannes Bikes Suzuki aus Frankreich, unser Punktmesser Florent Richier. Vom Monster Energy Kawasaki 11 Team Pfeil aus Frankreich, Kun Sid von Sana. Und noch einmal das Monster Energy Kawasaki 11 Team Pfeil mit dem Routinier aus Tschechien, Philipp Neugebauer. Vom H4 Calorie Racing Team bei Energy Buddy auf seiner Kawasaki aus Frankreich, Jason Clermont. Ebenfalls aus Frankreich vom Team Castrol Powerwagen Suzuki Moto, Christoph Machter. Und nochmal aus Frankreich vom Fire Racing Team auf der Honda, Peter Leir. Unser Mann aus Estland auf der Husqvarna vom Kozak Racing Team, hier ist für euch Harry Kulas. Auf der KTM vom Sturm Racing Team, der Spanier Carlos Fernandez Macanas. Und noch einmal Frankreich auf der Honda vom KMP Honda Racing, Kevin Taralo. Gleiches Spiel wie eben, 15 Runden stehen an und die besten 5 sind definitiv später im Finale. Ja, da sind wir mal gespannt, ob das genauso spannend wird, dieses Rennen wie der erste Lauf. Hier leider ohne deutsche Beteiligung, aber das liegt nicht unserem Einfluss, sondern diese Zusammensetzung der Läufe, das ergibt sich aus den Qualifikationstrainings, die am Nachmittag ja stattfinden. Und in der entsprechenden Position in der Gruppe rutscht man dann eben in den ersten oder in den zweiten Lauf. Florent Richier, der Mann in der Nummer 1, der ewig Punktbeste hier in Dortmund. 326 Zähler, so viel wie kein anderer in den 35 Jahren an der Rolle. Gestern sensationell Zweiter der Suzuki-Pilot. Aber müssen wir auch die Acht auf Kate Mosig, der Australier, der gestern hier noch ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten hatte. Aber der Mann war immerhin dort kaum anders zum Greifen. So, Richier abgezockt wie immer, holt er sich hier den Onshot in diesem ersten Durchgang. Er ist hier fast von Jason Clermont aus, aber er greift auf mit seiner Kawasaki. Dann Mosig von Zana und auf die 3 Arno Romanane. Ja, Pech für die beiden Kammerpiloten, kommen hier. Müssen wir erst einmal reden. Die 48, Christoph Kampfer, ist dann super stark unterwegs gewesen. Der Kästchen Powerland, Suzuki Pilot, auch einer dieser Routiniers. Und der vierte bei der 48, gestern noch. Aber wir schauen nach vorne, wo mich diesen Clermont ein bisschen überrascht. Gestern hat er hier gar keine Rolle gespielt, aber jetzt ist der A-Vorpilot glänzend unterwegs, ja auch. Florent Richier schaut sich da ungläubig um, was denn hier passiert. Und Clermont setzt sich mal neben die goldene 1 und übernimmt hier die Führung.
Oh,